Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir in den Kabin. Es regnet, es ist kalt und die Hütte steht immer noch nicht. Ich wollte eigentlich, bevor ich mich auslocke, noch hier so einen Wagen hinstellen. Neugestell. Wie ihr seht, ist das nicht passiert. Das muss jetzt korrigiert werden, bevor ich überhaupt... Nein, der Tick ist da. Mister, könnten Sie mal bitte diesen Platz verlassen? Das ist Privatgrundstück, den habe ich jetzt gemietet. Das ist meins. Was ist mit ihr? Verlieren Sie mal bitte nicht den Kopf. Das ist hier das Gegenstück von ihm hier, so großmäßig. Hat ihr nichts gebracht? Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Ich werde jetzt... ja, Kelvin. Das macht man so. Strom haben wir jetzt besorgt. Ich brauche jetzt... Behälter technischerweise wartet. Genau. Kelvin, mach mich nicht nervös. Dir wird nicht gefallen, wenn ich nervös bin. Dann sag ich nämlich Ellie Bescheid und dann hast du 12 richtig. Das hat funktioniert. Das sollte ich mir merken. Ne? Ich habe keine Stöcke mehr. Kann ja nicht sein. Wo sind die denn alle hin? Auf dem Fußboden, aha. Also, das schneit schon wieder. Ich wollte gerade sagen, hört das jetzt auf. Och, der ist auch schon wieder da. Hallo, ich bin's. Ich bin wieder da. Nee, nee, lass mal gut sehen. Komm mal her. So nicht, Freundchen. So nicht, habe ich gesagt. Nicht beeindruckt. Hast du eine Münze? Hast du Münze? Hast du Münze? Jetzt wird's hart. Jetzt wird hart gespielt. Ich hab gedacht, das ist wie Buddha. Kannst du an seinen Bauch reiben. Da kommt hier angesprungen. Denkt, ich bin beeindruckt oder was? Ich bin unter Zeitdruck, Alter. Ich muss das hier bis zum Sommer fertig gekriegt haben. Die wissen doch ja nicht, was Stress ist. Ich hab Termine, Mensch. Das ist nicht dein Ernst. Es fehlt ein Stock. Verdammt. Jetzt muss ich wegen ihm steigen. Ich muss wegen ihm Stock die ganzen Meter hier laufen. Weil ich keine Schnur gespannt habe. Aber jetzt können wir gleich bauen. Kelvin kann machen, was er will. Es wird ewig dauern, bis er das Feuer gekriegt hat. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das hier in der Mitte abstütze, denn aus technischer Weise. So, machen wir hier erstmal hier alle zu. Irgendwie nehme ich auf den Sack. Muss hier Struktur hier reinbringen. Und ich habe natürlich Gebäudeschaden immer noch nicht deaktiviert, ne? Nice. Wollte ich eigentlich letztes Mal noch machen, aber ist leider nicht dazu gekommen, wie ihr seht. Aber, naja. Irgendwann wird es schon passieren. Hatte ich nicht letztes Mal nur gesagt, wir machen das Dach zuerst? Wegen Rindschneiden und so? Ihr seht, meine Prioritäten sitzen wieder perfekt. Perfekt, wollte ich gerade sagen.
Hallo, lassen Sie mich bitte runter. Obwohl, den kann ich eigentlich hier runter rausholen. Es wird so oder so nicht reichen. Kevin? Bleib da. Ich mach das schon alleine. Kevin, jetzt hin. Macht ihr Pause? Oder holt er von unten am Strand das Holz? Oder haben sie ihn vermöbelt? Dabei habe ich ihm jetzt eh noch Möglichkeiten besorgt, Holz zu sammeln. Kein Verlass mehr. Ich habe gedacht, ich habe Kevin schnaufen gehört. Ja, habe ich auch. Ich wusste doch. Die Geräusch kenne ich. Ich hatte das von der Seite. So, was? Ich mach den gleich hier hoch. Dann kann ich ganz normal hier hoch und runter laufen. Wäre doch was. Och man, die nächsten. Die lassen aber auch heute nie locker. Du, ich hab ein Messer. Ich hab dich reingelegt. Ich hab auch nur Knifte. Alter, ich mach hier heute keine halben Sachen. Was ist das, Leute? Hululu. Schön aus dem Lehm geklatscht. Die arme Munition, Idees. Die bräuchte man eigentlich eine Höhle mehr. Aber die gehen mir auf den Sack. Aber denke ich noch die Pistolen noch holen. Aber ich glaube, jetzt im Wasser rumzuschwimmen wäre nicht so ideal. Hallo Kevin. Es geht voran. Es sei, wie wir ihn hier stört. Kam jetzt schon ein, zwei Mal vor. Aber dafür kannst du ja nichts. Verdammt nochmal, wo ist denn Ellie? Du bist nicht Ellie. Ellie hat zwei Kniften. Oder eine Knifte. Eine Knifte und eine Schrutze. Echt jetzt? Ist da ein Stück Holz hier runtergefallen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie schafft denn Kelvin von da, das Holz da zu haben? Die verstehen das noch nicht so ganz, wa? Für unbefugte Betreten verboten. Außerdem habe ich ihn gehört, der hier unter ist. Also war... Oh, ist immer noch zu kalt. Ich habe jetzt gedacht, weil das regnet und so, vielleicht kommt ja der Frühling. Hasch mich. So. Nein! Ach, Mann. Oh! Der hat hier gesessen. So eine kleine Wikinger-Scheune. Tja, Kevin.
Umso weiter du da hinten hinlaufen tust, umso weiter hast du die Wehe, umso weniger Holz hab ich. Das ist nicht gut. Das gefällt mir ja nicht. Du musst dir schon ein bisschen mehr Mühe geben. Weil sonst muss ich nämlich mithelfen. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So. Ich könnte ja versuchen, hier unten wieder welche wegzunehmen, wa? Das wird nicht funktionieren, wa? Ja, das habe ich mir gedacht. Weil hier das Holz fehlt. Na, ist ja mal wieder toll. Schön hast du es gemacht, Kevin. Kevin. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert war. Jetzt so. Oh doch. Aber es wird da nicht funktionieren. So Stück für Stück, wisst ihr. Vielleicht. Nope. Nope. Naja, gut, die könnte hier. Ja, gut, dann würde mir auch nichts bringen, weil er hat ja jetzt die Schräge drin. Das ist noch nicht zufriedenstellend. Muss doch irgendwie. Ich hab das doch auch vor. Ja, gut, ich habe auch immer so einen Zwischenstreifen gelassen. Und guck mal, hier ist ja auch kein kompletter. Das wird hier überhaupt nicht funktionieren. Hallo, Kelvin. Ich versuche Sachen auszubessern, wenn es mir möglich ist. Er sammelt ja so oder so auf. Wie du siehst, ich kann ja nicht einsammeln. Na? Ich hab gedacht, dass ich das hier irgendwie so, aber nee. Das wird nicht so funktionieren. Bin mir noch nie so sicher. Titel bei Deutnik müsste hier alles nochmal rausnehmen. Das will ich aber nicht. Schön, dass er hinter mir hinterher räumen tut. Sehr liebenswürdig. Kann ich doch. Oh, den kann ich. Nein! Reiß doch nicht alles weg. Wenn ich jetzt wenigstens. Warte mal. Kann ich ihn nicht zwischensetzen? Das geht ja nicht. Ach, nicht schon wieder die. Mich auch. Schieb dir das gleich quer. Nein. Ist doch gut. Nimm eine Aspirin. Jetzt hier so. Nein, das bringt mir auch nichts. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das abstütze. Aber gut, dann könnte ich vielleicht. Oh, das hätte ich mal machen sollen.
Ach nee, der DJ. Die könnte, wie gesagt, das so machen, dass es so läuft. Dann setze ich da noch einen drin, dann kann ich den rausnehmen. Ja, das machen wir so. Scheiß drauf. Erstmal den wieder hier rein. Ja, mit der eingebaut und dann ist es gut. Ich wollte was ausprobieren, hat nicht funktioniert. Weder so noch im Kopf. Aber wenigstens hier den Gang rein. Der muss hier auch noch irgendwie, muss das hier weg. Nichts hier ist zwischengesetzt. Das bringt mir ja nichts. Deswegen kann ich ja so sitzen. Kann ich die Böden wegnehmen? Oder auch nicht? Obwohl, ich könnte quasi hier immer so eine Zwischending setzen. Warte mal, das mache ich mal. Mit den jetzt hier. Nee, mit den habe ich aber den dazwischen. Nee, auch nicht. Genau, den setze ich jetzt darin. Jo. Dann lasse ich hier mal so ein Zwischending. So, dann müsste ich das hier irgendwie noch rübersetzen. Vielleicht kann ich das ja so wegdrücken. Jetzt baue ich das von oben ab. Ich sehe schon, ich habe Hunger, du hast, ich habe alle wieder mal. Und dann kann das da bleiben. Ach, wie ist das? Scheiß drauf. Dann bleibt das jetzt so. Aber das gefällt mir nicht. Irgendwie gefällt mir nicht noch weniger. Moment mal, wenn ich jetzt hier... Ich komme heute nicht zu Pötte. Ich komme einfach nicht in eine Pötte. Ich will hier... so einen Mittelraum bauen. Also, was ich vorher gehabt. Was ist denn nun los? Schieb mal deine Nuggets, Junge. Das ist so groß. Vielleicht hätte das Haus eins länger sehen müssen. Hier denn den Kamin drin hier so? Oder ich mach. Bin ich doof. So ungefähr. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich wollte ihn eigentlich länglich machen, aber. Dadurch, dass ich so blöd gebaut habe, ist das nicht so ganz korrekt.
Vielleicht brauchen wir. Vielleicht nochmal so ein. Ja. Glaube ich nicht. Da ist auch leer. Also ich hatte doch letztes Mal noch Wasser drin gehabt. Hab ich alles getrunken? Muss ja. Ich weiß, ich muss was trinken. Ist ein bisschen blöd, wenn du kein Wasser hast. Bloß mal kicken. Und lasse ich dann auf eine Seite offen. Und man schön immer das Feuer reinsetzen kann und so. Dankeschön. Weiter, wenn man das jetzt so schräg setzen könnte. Schnauze. Könnte ich so machen. Keine Konkurrenz, bitte. Dulden wir hier nicht. Achso, das kann ich ja auch ja nie hier drüben machen. Ja, doch, das müsste doch gehen. Warten Sie mal ganz kurz. Das Team hatten wir doch schon. Nee, doch. Oh. Hä? Das ist ja mal maximal verkehrt. Das sollte so ein. Achso, es geht doch nicht rein in Schrägen. Ach, das ist doch Villa. Wird das so, dass es zusammenpassen tut. Gut ist aber nicht. Und dann hier spielt er den Dings hin. In Kamin. Oder so in der Richtung. Oder wir bauen uns, wie gesagt, einen eigenen Kamin drin. Kelvin, du hast einen Speer im Rücken. Keine Panik, ich kümmere mich gleich drum. Hab dich umgangen. Jetzt mach ich das. Ich bin Gewinner, du nicht. Sind so schwer zu erkennen. Ich glaube mal, das ist er. Mit Samen oder was? Keine Ausdauer mehr. Ich mache aber trotzdem fertig, du. Ganz arm. Steh nicht, wir braucht das Fleisch. Krieg eine Krise. Der klaut Holz. Hinunter von meinem Gehöft. Nimm dein dreckige Bein mit. Kelvin, alles gut. Alles unter Kontrolle. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber kannst mich loben. Nimmt das denn überhaupt kein Ende? Da sind auch schon wieder zwei.
Unter uns ist einer. Da sind zwei. Und Ellie ist da. Schön, dass du auch mal kommst und übernimmst. Ja, toll hast du. Mann, Mann, Mann. Kommt auch bloß, wann sie will. Und Wasser ist auch noch nicht fertig. Also ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt funktioniert doch jemand mit Feuer oder was. Eis. Naja. Ich kann ruhig ein bisschen Unterstützung gebrauchen, Mann. Ich kann ja hier nicht alles alleine machen. Denken, bauen. Mach die mal weg. Der hat hier nichts zu suchen. Einweihung ist, wenn fertig ist. Ja, du willst mich hoch selber. Was zum Trinken. Geh gleich wieder auf Wanderschaft hier. Kuckuck. Also ich bin nur da gelaufen. Ja, keine Ahnung, wo Kelvin ist. Drei Wetter drauf. Was soll drauf, hab ich's. Wenn ich Durst hab, werde ich zum Tier. Sollte Kelvin machen. Ich hoffe ja, dass er irgendwann mal auftaucht. Aber ich muss jetzt wirklich langsam was zum Trinken suchen. Der ist schon an Eskalieren, ist der. Auch unbedingt eine Wasserquelle, die nicht versiegt. Oder beziehungsweise die nicht gefriert. Geht so nicht. Wir sind letztes Mal da gelaufen. Ich gehe mal hier lang. Jetzt muss auch irgendwo hoch. Außer Höhen noch eine andere Quelle geben, wo ich trinken kann. Flüsse. Wo war denn der nächste Wesen? Da hinten irgendwo. Moment mal, wir sind ja von da gekommen, oder? Was ist mit denen da unten los? Mhm. Wenn du meinst, bin mir da nicht so ganz sicher. Achso, oh, Alter, die ist aber auch galoppmäßig unterwegs, zeig euch. Ah, siehst du, habe ich dir gesagt, Mädel. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Geh mal kurz hier am Strand, vielleicht ist ja wieder eine Cola da. Lass dir das nie gefallen, Ellie, mach ihn platt. Jetzt weht hier ein ganz anderer Wind. Und zwar am Blei halt, ja. Was geht denn, dass ich hier irgendwie am Strand irgendwas finde? In diese Richtung. Nee, das ist ja der Helikopter gewesen. Von da sind wir ja gekommen. Shit. Keine Ahnung. Wir laufen eben einen Kreis gelaufen oder was? Danke für die Kabellage und so. Leider bringt uns das nichts. Bringt ja auch keine Physischkeit. Ich hab wenigstens eine Batterie. Ellie, ist da noch was zum Trinken? Hast du was gesehen? Könnte sein, wa? Ja, eine Weinbulle. Wudel. Ich suche Trinken. Ich habe Trinken. Aber nicht reichen. Aber erstmal werden wir nicht sterben. Gut, ich muss ja so oder so in diese Richtung. Das Boot war ja in diese Richtung. Die schwimmende Insel. Ja, gut, dann muss ich hier lang. Bringt ja nicht nichts. Weil, wenn es so weiterhin tut, ist meine Munition hier knifte. Mann.
heißt, wir müssen schwimmen, was ich eigentlich nie machen wollte, weil es kalt und so. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Meistens kommen sie nachts. Okay, warte mal, Kelvin ist da hinten. Was sucht ihr denn da hinten? Keine Ahnung, was mit denen los ist. Würde ich mal davon aus, dass wir jetzt schön im Dunkeln nicht so leicht trinken finden werden, ne? Ein ganz normaler Wach würde eigentlich reichen. Nicht so richtig. Da ist Unsaat. Da ist der Fluss und da können wir trinken. Und trinken holen. Ja, also das mit denen ist. Na ja, gut, wir hatten auch an Anfang gern schon viel Ruhe gehabt. In der ersten Staffel. Durch mein Glorioset. Gloriorit. Weiß ich doch. Weitschritt einstellen. Schwierigkeitsgrad. Boah, ich glaube, das mit den Durst, das ist übergreifend. Ich hab jetzt auch Durst. Da kannst du nicht trinken, wie gesagt. Also mal, jetzt wird's zu duster. So. Ja, bloß hier immer rum. Wir sollten aber auch dran denken, dass hier Haie rumschwimmen. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Hat hier Socken, wa? Der schwimmt bei Schnee. Bei jeder Wetterlage. Wie gesagt, ich staune, dass immer noch keine Mutanten draußen sind. Obwohl wir Uffi gemacht haben und so. Also ich bin froh. Das wäre ja noch schlimmer. Aber ich glaube, jetzt wo ich von Teufel geredet habe, müssen wir die nächste wohl Gebäudezerstörung wirklich ausschalten. Immerhin Glück. Ich hab eine Batterie und versaue sie damit. War das eben? Hat er das eben gesehen? Das ist doch gerade erst auf dem Strand drauf, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Es geht schon wieder los. Es sah komisch für mich aus. Ich habe gedacht, das hat sich gerade Richtung Strand gebackt. Also rein theoretisch müsste aber langsam hier eine Quelle kommen. Ey, aber der müsste ja bei den Heider haben wir ja auch trinken und so noch, ne? Also da müssten wir eigentlich trinken sammeln können. Also ich meinte jetzt nicht nur Wasser aus dem See, der da runterfließen tut, sondern das ist ja auch die in der Leiche. Hin wollte. Hä, wir sind auf dem richtigen Weg, aber das sind nur 1-2 Meter. Shit, Alter. Kann sein, vielleicht, dass ich vielleicht die Entfernung ein bisschen unterschätzt habe.
weil die ja sehr selten ist. So, die Funzel. Was sagt mal normalerweise, er hält doch die Hand. Er hält doch die Lampe nicht mehr, oder? Doch, jetzt. Ich wollte gerade nämlich gucken, wie die Batterie aussehen tut, die Ladung. Schön. Na, hier sollten nämlich eigentlich auch Kisten im Wasser sein. Da sind wir bestimmt schon vorbei. Das ist gerade hier an dieser Stelle, wa? Oh, ich sehe keiner. Oh, keine Zeit verschwinden, wa? Noch haben wir ja Fähigkeit. Und ich hoffe ja auch, das ist auch noch ein Grund, warum ich hier langlaufe. Wenn wir nämlich hier sind, vielleicht beruhigt sich da hinten der Bereich. Wie gesagt, das war ja ein schön munitionsintensiv. Gut, ich kann auch. Ich konnte auch nicht widerstehen. Davon mal abgesehen, aber. Das ist ein anderes Ding. Oh, wir haben jetzt eine Küste erreicht. Ta-ta-ta-ta-ta. Dann schlafen wir, wenn du tot bist, Junge. Wegen müde. Warte mal ab, du springst gleich in Wasser rein, dann bist du wieder hellwach. So, Küste erreicht. Da müsste das Boot sein. Die Insel. Aber da? Nee, da ist er. Klingt die so, ja? Klingt. Ich meinte, blinkt die auch? Sieht so aus, wa? Ist ja doch einer. Bist du auch draußen? Ist kalt, wa? Nimm dich auch. Kann ich deine Haut haben? Hast du was dagegen? Ihr könnt die nämlich ganz gut brauchen. Also fängt das jetzt an mit den Mutanten draußen. Okay, dann wissen wir Bescheid. Jetzt sind sie draußen. Ihr sagt, ich musste ja den Teufel an der Wand malen. Jetzt muss ich damit leben. Oh, eine Muschel. Ich hab eine Muschel gefunden. Am Strand. Wer hätte es gedacht? Ich versuche die mal zu finden hier im Schnee. So, hier ist der Fluss. Wer dabei die Lofe war für trinken. Naja, stimmt nicht ganz. Ich hatte ja gesagt, ja, wir sind ja auch wegen die Kniffs unterwegs. Wir müssten ja eigentlich nur 1-2 Meter nach oben laufen, dann müssen wir ja trinken können. Ja, ist doch gut. Wir wissen, du hast Durst. Du bist nass, warte mal. Du bist noch lange nicht nass. Ja, ich weiß. Da musst du jetzt durch. So. Hast du jetzt auch. Das Fleisch ist schon richtig schön angebrutzelt. Was? Schmeckt natürlich schön angeschimmelt. Oh, Minzen. Nein. Minzen. Oh, war, war. Oh, Wasser eingesammelt. Jetzt da hinten zu den Leichnamen. Und den haben wir. Schnell
Oh oh. Er hat nur zweimal nachgeladen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Zeichen ist. Ein Mutant hoch bis jetzt. Ja, zum Glück sind ja nur Mutanten. Die anderen haben wir ja noch nie gefunden, diese Vampirviecher. Hier ist noch ein weiter. Folge der Musik. Sie ist auch in dir. Nicht mehr lange. Ich hab gesagt, Ruhe. Nehmen Sie doch mal ein bisschen Rücksicht hier. Coole, coole, coole. Munition, je. Na gut, der hat nichts von trinken, wa? Mann, Junge, ich brauch doch was zum Trinken. Auch eine Dose habe ich. Ich hab eine Dose. In der Hose. Und das Licht ist alle. Ich hoffe, ich finde meinen Shelter noch. Denn ich sehe den nicht mehr. Das ist Kot. Das ist aber nicht so schlimm. Weil dann baue ich mir einfach hin. Ha. Die sind so vierseitig. Aber was ich nicht gedacht habe, ist, dass ich ihn. Ach, das ist doch. Will er auf. Nix. Kann ich schon nicht kaputt machen. Da. Aus Ästen gemacht. Kann ich nicht abbauen. Frechheit. Naja, ist. Aber ich hab doch hier. Ja, ja, ich weiß, du bist verzweifelt oder so. Ich bin nicht, aber oh. Suche gerade. Ein Zelt. Ich hab ein Zelt hier aufgestellt, oder? Oder hat ich das danach kaputt gemacht? Alles kann, nichts muss. Hey, genau dich habe ich gesucht. Bringen wir mal ein bisschen Licht in die Sache, wa? Halt schon drauf. Ja, ist mir wohl rein. So. Gut, dann würde ich mal sagen, sollte doch möglich sein, morgen da die Knifte rauszuziehen. Na ja, gut. Wo speichere ich ab? Im Schatten. Also Leute, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. War heute wieder eine sehr, sehr ruhige Folge und eine sehr weglastige. Aber es muss sein, wir müssen darüber. Ihr braucht die Knifte. Also, macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.